Die Kinder sind doch das Liebste, was man auf der Welt hat. Und das wird ihnen einfach genommen. Ich glaube, ich hätte ihm alles gewünscht, nur meine Kinder nicht. Da ist dann erstmal alles zusammengebrochen in mir. Samstag, 10 Uhr, der Marktplatz in einer Kleinstadt am Rhein. Ture wartet auf sein Kind. Jedes zweite Wochenende fährt der Vater 1200 Kilometer, um seine 9-jährige Tochter sehen zu können. Für 31 Stunden darf er dann Vater sein. Mehr Zeit gibt ihm die Mutter nicht. Vor 4 Jahren ist sie weggezogen aus dem Dorf im Norden. Mit der Tochter. Ture möchte ein guter Vater sein. Einer, der sich auch im Alltag kümmert. Dafür kämpft er. Auch vor Gericht. Ich bin immer aufgeregt. Schon oft hat der junge Vater auf dem Marktplatz vergeblich gewartet. Die Absage erhielt er meist in letzter Minute per SMS vom Handy der Mutter. Heute fährt das Auto mit dem Kind vor. Eine Übergabe wie im Krimi. Die Mutter spricht ja nicht mit mir, bis heute nicht. Ich darf mich dem Auto auf 10 Meter nicht nähern. Sie springt mir in die Arme, wenn sie sich sicher ist, dass die Mutter es nicht sehen kann oder mitkriegt. Für mich war meine Tochter nie fremd, aber ich habe gemerkt, dass sie ihre Zeit braucht, wenn ich sie abhole von ihrer Mutter, in der sie sich von der einen Lebenswelt sozusagen in die andere Lebenswelt ummodeln kann, mit ihren Gefühlen, mit ihrem ganzen Dasein, was sie aber im Laufe der Zeit immer schneller hingekriegt hat. Dieses Mädchen und alle anderen Kinder im Film müssen geschützt werden. Deshalb sind ihre Gesichter nicht zu erkennen, werden ihre Namen und Wohnorte nicht genannt. Nachmittag am Rhein. Die Tochter genießt die Zeit mit ihrem Vater, aber ihrer Mutter wird sie davon nichts erzählen. Ein typischer Konflikt von Trennungskindern. Sie stehen zwischen zwei feindlichen Lagern, wollen Mama und Papa lieben und leben in der ständigen Angst, einen von beiden zu enttäuschen. Tore würde so gern von ihr hören, was sie erlebt hat in der Zeit ohne ihn. Die Tochter schweigt und er will sie nicht bedrängen. Ich habe nie einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, ich mache das nicht weiter. Es gab Momente, wo ich sehr kraftlos war, wo ich selber auch traumatisiert war von dem ganzen Geschehen, weil es so schmerzvoll war, dass ich das vielleicht gar nicht mehr aushalten wollte. Ture ist 18 und Zimmermannslehrling, als er Vater wird, seine Freundin 17 und Schülerin. Von Anfang an übernimmt er Kind und Haushalt, wenn er von der Arbeit heimkommt. Die junge Mutter fühlt sich überfordert. Die Eltern streiten. Sie trennen sich, als die Kleine 3 ist. Sie haben aber weiterhin das gemeinsame Sorgerecht. Das Kind pendelt zwischen den Eltern. Am 28. Oktober 2008 will der Vater die Tochter abholen, zur verabredeten Zeit. Ich war da um 14 Uhr, hab geklingelt, es war niemand da. Hab versucht, die Mutter zu erreichen. Sie war nicht erreichbar und um ca. 16 Uhr habe ich dann eine SMS von der Mutter bekommen, in der sie geschrieben hat, dass ich meine Tochter nicht mehr wiedersehen werde. Und da ist dann erstmal alles zusammengebrochen in mir. So. Wo ist das Kind? Ture sucht überall. Nach 3 Wochen endlich Gewissheit. Die Mutter ist heimlich zu ihrer neuen Liebe an den Rhein umgezogen. Mit der Tochter. Er fährt sofort hin. Als sie mich gesehen hat, hat sie ein Lächeln von einem Ohr zum anderen gekriegt. Wir hatten uns seit 3 Wochen nicht gesehen und hat Papa gerufen und ist mir in die Arme gelaufen. Und dann habe ich gesagt, wir fahren jetzt nach Hause. Und das haben wir gemacht. Und als wir im Auto saßen und losgefahren sind, habe ich ihr natürlich erklärt, wir rufen jetzt Mama an und sagen Bescheid und alles. Und das haben wir getan.
Zu Hause im Dorf sind auch die Großeltern Freya und Wolf. Jetzt sind sie vor allem für ihre Enkelin da. Die fühlt sich bei Oma und Opa gut aufgehoben. Das sagt sie auch der Richterin. Und die entscheidet, das Kind darf bei den Großeltern bleiben. Doch der Kindsmutter ist eine fremde Pflegefamilie lieber als die Familie des Ex-Partners. Die zuständige Jugendamtsleiterin hat Urlaub. Eine Vertretung handelt eigenmächtig und holt das Kind aus der Familie. Sie schrie und sagte, sie möchte nicht mit. Und wir haben ihr vorher wirklich Schutz versprochen. Wir haben gesagt, du kannst hier bleiben. Hier ist der sichere Ort für dich. Und sie hat sich dort ganz sicher gefühlt bei uns. Und wir wussten nicht, was wir dagegen unternehmen sollten. In dieser Vehemenz damit konfrontiert zu werden, dass es jetzt genau so passiert, unter Androhung von Polizeigewalt, wenn wir uns weigern. Sie stand da und hat aufgetrampelt und hat gesagt, ich will nicht mit dem Jugendamt gehen, ich will hier bleiben. Und der Jugendamtsmitarbeiter stand da und sagt, machen Sie, beeilen Sie sich, wir haben ja nicht so viel Zeit. Das war völlig gefühllos, völlig emotionslos. Toro, der Vater, durfte nicht kommen, außer er sorgt dafür, dass seine Tochter von ihm in das Auto getragen wird, des Jugendamtes. Genau das ist passiert und das war das Grauenvollste mit, was ich hier erlebt habe. Wie geht es der Tochter in der Pflegefamilie? Tore weiß nicht einmal, wo sie ist. Er geht zum Jugendamt und zum Familiengericht. 4 Monate später, eine vom Gericht beauftragte Gutachterin empfiehlt eindringlich, das Mädchen in die Obhut des Vaters zu geben, da Tore im Gegensatz zur Mutter den Kontakt zum anderen Elternteil fördern würde. Das Gericht entscheidet, allein der Vater darf bestimmen, wo das Kind lebt. Ich weiß, dass meine Tochter beide Eltern liebt. Aus dem Grund heraus kann ich überhaupt nicht anders handeln, wie als dass mir das wichtig ist, dass sie die Mutter genauso hat wie mich. Die Mutter sieht das ganz anders. Das Kind brauche sie, nicht den Vater. Sie droht, sich und dem Kind etwas anzutun, als das Familiengericht zugunsten des Vaters entscheidet. 2-mal entführt sie ihre Tochter, löst damit Polizeifahndungen und Hausdurchsuchungen aus. 2-mal taucht sie erst wieder auf, nachdem vorherige Beschlüsse in zweiter Instanz aufgehoben wurden und sie allein das Aufenthaltsbestimmungsrecht bekommt. Hätte ich das gemacht, und das weiß ich, wäre ich gar nicht mehr hier, dann wäre ich im Gefängnis. Koblenz am Rhein. Tore sucht nach diesem Hin und Her der Gerichtsurteile Hilfe. Bei einem der profiliertesten deutschen Sorgerechtsexperten. Jürgen Rudolph war 30 Jahre Familienrichter und ist Berater der Bundesregierung. Er weiß, was in den Gerichtssälen schiefläuft. Richter lernen nur, Entscheidungen zu treffen. Und wenn sie, weil sie nichts anderes können, machen sie das auch. Wenn sie aber die Sichtweise der Kinder kennenlernen würden, dann würden sie feststellen, die Kinder wollen keine Entscheidung, in der ein Elternteil verliert und ein Elternteil gewinnt. Das wollen Kinder nicht. Kinder wollen beide Eltern lieben. Die sind sich aber oft so spinnefeind, dass sie das Wohl ihrer Kinder aus dem Blick verloren haben. Für die Familienrichterin Dr. Cornelia Holdorf ist das Alltag. In den allermeisten Fällen ist es die blanke Angst der Eltern. Es geht um, also hinter diesem Konflikt steht die Angst meist beider Elternteile vor dem Verlust des Kontaktes oder der Beziehung zu dem Kind. Und das ist eine so existenzielle Angst, dass Menschen da ja, zu allen Mitteln greifen. Dienstagmorgen, 10 Uhr. Wenn der Verlagsmanager Thomas seine Söhne sprechen will, dann muss er das vom Büro aus versuchen, zwischen 10 und 10:30. Dann sind die Jungs vielleicht zu Hause und noch nicht im Bett. Das klappt auch nicht immer so. Man muss dann mal gucken, ob sie online sind oder nicht. Sie sind nicht online. Australien ist so weit weg. Dort ist jetzt früher Abend. Vielleicht ist der Große auf FaceTime. Ich bin's.
Hey, wer spricht denn da? Ich bin's, dein Kaffee. Der ältere Sohn ist 14, der jüngere 9. Mit dem Vater haben sie immer gern herumgealbert. Da sind die alten Gags eine Brücke zwischen Vater und Söhnen. Na, kommst du gerade aus der Schule? Nee, also ich habe gerade meine Hausaufgaben gemacht. Ach so, okay. Ja. Ja. Das Bild wackelt so irgendwie. Ah, jetzt ist wieder besser. Ja. Na, und wie habt ihr, gegen wen habt ihr Futsal gespielt am Sonntag? Diesmal haben wir nicht gespielt. Diesmal war noch kein Spiel. Ach so. Ja. Und wann spielt ihr wieder? Nächstes Wochenende. Ah, okay. Vielleicht. Ach so. Ja, ich glaube ja. Ach, wisst ihr noch? Seine Kinder sind am anderen Ende der Welt. Nee. Thomas kann an ihrem Leben nicht mehr teilnehmen, platzt mit jedem Anruf in ihren Alltag und hat Angst, sie zu stören. Immer muss er fragen, aber nie zu viel. Sonst machen die Kinder dicht. Naja, ist auch da? Ja, Moment mal. Wer bist du denn? Ja, ich bin der Frittstift. Na, was grinst du? Was lachst du? Du isst ja. Ja. Ja, was isst du denn? Sellerie. Sellerie, aha. Seine Kinder sind so weit weg. Was ihm bleibt? Ein Schlips. Ein virtuelles Streicheln. Puh will auch einen Schlips tragen. Ich sehe nur einen Berg voller Stofftiere. So, kleine Maus. Ich muss jetzt wieder arbeiten. Ich muss wieder was tun. Na? Gut. Tschüss, Bubu. Tschüss, Blubbi. Tschüss. Tschüss, mein Schatz. Man möchte seine Kinder anfassen und man kann es nicht. Das ist eigentlich das, was am meisten wehtut. Also Skypen, so schön das ist, dass man die Kinder sehen kann, aber ich muss ehrlich sagen, eigentlich tut es mir noch mehr weh. Weil man sieht die Kinder und kann sie nicht in den Arm nehmen. Das geht nicht. Ich kann nichts machen. Sie sind 16.000 Kilometer weg. Ich kann nichts machen. Ich bin hier machtlos. Völlig machtlos. Die Mutter lebte 20 Jahre in Deutschland und wollte zurück in ihre Heimat Australien. Aber nicht ohne die Kinder. Thomas versuchte vor Gericht zu erreichen, dass die Söhne bei ihm in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Er hatte keine Chance. Die Richterin hat gesagt, na ja, aufgrund der guten Kommunikationsmöglichkeiten können die Kinder ja mit ihrem Vater skypen. Das ist doch alles heute schon so einfach. Ja. Und was ich ihr sagen würde, ich würde ihr wahrscheinlich sagen, gute Frau Richterin, ich wünsche mir, dass ihr Mann mit ihren Kindern nach Uruguay geht und dann sagt ein anderer Richter zu ihnen, ach wissen Sie was, stellen Sie sich mal nicht so an, Sie haben doch eine gute Bindung zu ihren Kindern, Sie können doch skypen, das ist doch heute alles schon so einfach. Das würde ich ihr wahrscheinlich sagen. Denn den Schmerz, den man dabei empfindet, den kennt die nicht. Wir waren 19 Jahre verheiratet. Ich habe mir eigentlich selbst, wie sie gesagt hat, sie will die Trennung und ich solle ausziehen aus dem gemeinsamen Haus, habe ich mir nie vorgestellt, dass das so heftig kommen könnte. Niemals. Ich habe immer geglaubt, ja, man irgendwie kennt man sich gut genug, man wird irgendwie eine Lösung finden. Ich habe natürlich auch immer gehofft, dass man vielleicht auch wieder zusammenkommt, aber irgendwie vernünftig miteinander umgeht. Gut, am Scheitern einer Ehe sind immer zwei schuld. Das ist einfach so. Aber trotzdem, darunter sollten die Kinder doch nicht leiden. Alles ist, wie es war. Für die Kinder. Sie können jeden Tag zurückkommen. Ja, manchmal tut es auch weh. Dann wird man auch ein bisschen wehmütig. Ja. Dann sieht man das Spielzeug oder irgendwelche Sachen, die einen an irgendetwas erinnern. Aber ich versuche dann auch, also wie gesagt, dann manchmal rede ich ja sogar schon mit den Stofftieren, dass ich dann irgendwie sie im Bett sehe und dann so, hallo Pauli, hallo Fixi. Ja, da ertappt man sich dann bei, dass man da irgendwie Blödsinn macht, obwohl die Kinder nicht dabei sind. Ja. In 9 von 10 Fällen sind es die Väter, die beim Streit um die Kinder vor Gericht verlieren. Das hat viel mit alten Rollenbildern zu tun. Und viel zu selten mit dem Wohl des Kindes. Es ist dieses Lotteriespiel. Bei wem lande ich?
lande ich bei jemandem, der glaubt oder die glaubt, ich verstehe mehr von Familien als meine Kollegin in der ersten oder in der zweiten Instanz oder sonst wo, als die in Süd- oder in Norddeutschland oder West- oder Ostdeutschland. Das ist alles so zufallsbezogen. Seine Kinder sind die großen Verlierer. Sie haben ihren Vater, ihre Heimat und all ihre Freunde verlassen müssen. Dieses Leid hätte die Richterin verhindern können. Die Mutter hatte nämlich gesagt, sie ginge nur nach Australien, wenn sie die Kinder mitnehmen darf. Andernfalls bliebe sie in Deutschland. Trotzdem bekam sie das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Der Vater schrieb jedem Kind einen Brief. Ich hab dich sehr lieb. Ich finde es furchtbar, dass du diesen ganzen Streit mitmachen musstest, aber schuld daran sind die Erwachsenen und nicht du. Auch Mütter werden ausgebotet. Das passiert seltener. Die Mutter, die hier wohnt, erlebt es. Seit 2 Jahren. Und das kam so. Manuela hielt es bei ihrem Mann nicht mehr aus und ging. Er hatte sich geweigert, die Wohnung zu verlassen. Es gab sehr viel Streit. Ich hatte einfach nur das Gefühl, ich muss die Kinder jetzt auch schützen davor. Es kam dann eben auch von dem Jüngeren so, nein, nicht mehr streiten, hat er dann zum Teil ganz laut geschrien. Und das war für die eine Riesenbelastung. Und ich hatte das Gefühl, ich konnte diese Situation jetzt nicht anders im Sinne der Kinder entschärfen, als dass ich aus der Wohnung gehe. Und hatte halt natürlich die Hoffnung, dass wenn die Emotionen so ein bisschen abgekühlt sind, dass mein Mann und ich dann eine Lösung finden, die auch im Sinne der Kinder ist. Wer ohne seine Kinder auszieht, hat im Sorgerechtsverfahren die schlechteren Karten. Davon ahnt Manuela nichts, als sie in den Tagen danach vormittags in die Wohnung kommt, um wie bisher den Haushalt zu machen. Aufräumen, Wäsche machen, kochen, irgendwas vorbereiten. Und ich wollte meinen Mann halt auch letztendlich unterstützen erstmal noch, weil ich dachte, er muss ja auch viel arbeiten und ich mache das schon mal fertig. Und ja, und dann nach ein paar Tagen, glaube ich, war das schon, oder nach einer Woche, klebte dann an unserer Küchentür ein Brief. Da stand dann drauf, dass der für mich ist und der war von den Kindern. Ja, die Briefe waren halt, dass ich nicht mehr in die Wohnung kommen soll, dass sie mich nicht besuchen möchten. Und ich habe sie gelesen, aber ich weiß auch, dass es nicht wirklich deren Gefühl war. Also sie haben das zwar geschrieben, aber es war ja, ist ja unmöglich nach einer Woche, dass die Kinder so empfinden, also dass praktisch alle Gefühle wie gelöscht sind. Da ist Rache im Spiel und ich bin davon überzeugt, dass gar nicht bewusst die Schädigung des Kindes verfolgt wird. Das ist dabei, das ist ein Kollateralschaden, der oft gar nicht gesehen wird. Der wird gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht, was du willst. Unseren Kindern geht's doch gut. Wenn jetzt die Situation ist, dass ein Elternteil auszieht, die Kinder bleiben bei dem anderen Elternteil, dass sie sich an den umso mehr klammern, weil sie so eine Angst haben, jetzt auch diesen Elternteil noch verlieren zu können und sehr, sehr viel Energie darauf verwenden, all dessen Erwartungen zu erfüllen, weil sie eben Angst haben, von diesem Elternteil auch noch verlassen zu werden. Manuela ist verzweifelt. Verschwinde aus unserem Leben, steht in einer SMS, die ihr Mann geschickt hat. Sie macht sich nichts vor. Solange er sie aus dem Leben der Kinder auslöschen will, werden die Söhne für sie unerreichbar sein. Selbst die Elterngespräche, die das Familiengericht angeordnet hat, werden vom Vater boykottiert. Zurückbleiben, bitte. Man ist eigentlich immer nur fassungslos, weil man in einer Situation ist, wo man komplett aus seinem ehemaligen Leben gekegelt ist. Das, was der Sinn des Lebens war, alles, was wichtig war, schön war, ist weg. Und man steht da an einem Abgrund und versucht einfach nur irgendwie da durchzukommen. Manuela war eine Mutter, die für die Familie kochte, bei den Hausaufgaben half und sich im Elternrat engagierte. Eine, die viel Sport mit den Söhnen machte und mit ihnen gerne lachte. Der Verlust hat sie so tief getroffen, dass sie überhaupt erst heute darüber sprechen kann, 2 Jahre nach dem Auszug. Manchmal geht man so weg und möchte, weiß ich nicht, irgendwo hinfahren, vielleicht fotografieren oder so, um was Schönes zu tun. Und dann hat man so eine Szene oder ein Junge hat so eine ähnliche Tonlage wie einer der beiden Söhne und sagt Mama und dann fährt man gleich wieder nach Hause, weil sofort dieser Schmerz da ist. Ne? Manuela hat einen neuen Job und der hilft ihr, den Alltag zu überstehen. Als Sozialpädagogin betreut sie junge Erwachsene, die Unterstützung brauchen.
Diese Arbeit in einer Beratungsstelle macht ihr Spaß. Sie ist gefordert und kann etwas bewegen. Ihre Trauer und ihre Sehnsucht nach den Kindern kann sie jedoch nicht abschütteln. Ich fühlte mich immer so die Mutter ohne Kinder. Das war irgendwie so schrecklich, ne? Und das war dann später so, dass meine Mutter dann mal gesagt hat, im Dorf, die mich ja auch nicht kennen, da sagen manche, ja, da muss ja was vorgefallen sein, sonst würde das ja jetzt nicht so laufen. Das ist natürlich für Außenstehende total schwer zu verstehen, zu Recht, ne? Weil ich jetzt selber auch nie geglaubt, wenn mir das jemand erzählt hätte. In Manuelas Wohnung fällt auf, nirgendwo ist ein Foto der Kinder zu sehen. Auch Bilder können wehtun. Die waren noch im Keller. Ich habe das irgendwann in den Keller gebracht, seitdem auch im Prinzip nicht mehr groß angeguckt. Das sind Pakete, Briefe und Karten, die zurückgeschickt worden sind. Mit uns wagt sie es, Post noch einmal anzuschauen. Für einen Moment lässt sie die Vergangenheit als schöne Zeit wieder aufleben. Ich versuche mal irgendwie Witzige zu finden. Zum Beispiel das Lieblingstier des Jüngsten, das ist ein Tiger. Und der Ältere, der fand immer Planeten und Raumfahrt total spannend. Da haben wir auch immer ganz viel gelesen. Danach habe ich natürlich dann immer so ein bisschen geguckt. Hier steht zum Beispiel, ich hab euch lieb, Mama. Ich glaube, dass Kinder, die diese massive Ablehnung zeigen, instrumentalisiert sind in vielen Fällen. Weil welches Kind packt nicht gerne Päckchen aus? Also welches Kind würde freiwillig, wenn es ein Päckchen von der Post kriegt, sagen, ich will das nicht haben? Das ist, glaube ich, nicht Kindesinteresse. Es muss dieser Vater mit der Mutter in die Beratung. Und wenn er sagt, ich mache das nicht, dann muss ihm das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen werden. Bei der Selbsthilfegruppe Väteraufbruch für Kinder rennt Familienrichter Rudolf mit seinem Anliegen offene Türen ein. Alle hier wünschen sich Richter, die notfalls mit Druck dafür sorgen, dass Kinder beide Eltern behalten. Jedes Jahr sind 150.000 Kinder in Deutschland von Scheidung betroffen. Jedes zweite verliert den Kontakt zu einem Elternteil. Peter hat seine Tochter seit 8 Jahren nicht gesehen. Meine Tochter wurde dann vom Oberlandesgericht wieder angehört. Da sagte meine Tochter schon, sie will nicht zu Papa, weil der Papa haut die Mama. Und auf die Befragung hin, ob sie das dann gesehen hätte, sagte sie, nein, gesehen hat sie es nicht. Auf die weitere Befragung, wenn die Mama nichts mehr dagegen hat, würdest du dann zu deinem Papa gehen? Ja, dann gehe ich hin. Die Mutter verhindert jeden Kontakt. Mehrmals haben Richter sie ermahnt, vergeblich. Jetzt haben sie kapituliert. Die traurigen Folgen, die Kinder werden krank und leiden oft langfristig unter einem gestörten Selbstwertgefühl. Der Hamburger Diplompsychologe und Gerichtsgutachter Dr. Carsten Unger hat für eine Studie erwachsene Scheidungskinder befragt. Der wichtigste Punkt des Vorwurfs, warum hast du mich eigentlich über Jahre von meinem Vater ferngehalten? Und wenn dann von den Müttern kommt, aber du wolltest doch nicht, dann sagen diese dann erwachsenen Kinder, du hättest mehr dafür tun müssen, weil ich konnte nicht wollen. Ich konnte nicht wollen in diesem Umfeld, wo ich gespürt habe, ihr führt Krieg, du bist gegen meinen Vater und mein Vater ist gegen meine Mutter. Ich hatte keine Wahl. Ihr hättet mir einen Raum schaffen müssen, in dem ich mich hin und her hätte bewegen können. Das ist euch nicht gelungen, das kritisiere ich. Sie sind Freunde geworden. Manuela, Thomas und Michael verabreden sich jede Woche zum Kochen. Heute hat Manuela einen Brief des Anwalts ihres Mannes mitgebracht. Wieder eine Absage. Der Vater will keine Gespräche. Ich bitte, von weiteren solchen Zuschriften abzusehen. Und dann noch mit freundlichen, kollegialen Grüßen. Das ist ja widerlich. Manuela hatte gehofft, dass ihr Mann endlich einlenkt und den Kontakt zu den Kindern fördert. Sie ist enttäuscht. Und die anderen verstehen sie nur zu gut. Sie wollen keine Lösung. Die drei haben für sich den passenden Namen gefunden. Therapeutische Kochgruppe. Prost. Bessere Zeiten. Prost. Ja, echt. Auf uns. Zurück zu Tore in die Kleinstadt am Rhein. Wieder ist ein Wochenende wie im Fluge vergangen. Der Vater wartet mit seiner Tochter am Marktplatz. Um 17 Uhr wird das Auto der Mutter vorfahren. Seit circa einem halben Jahr, seit sich so eine gewisse Kontinuität in dieser
oder Sicherheit eingespielt hat, dass ich immer wieder hinfahre und nicht locker lasse, dass ich immer wieder am Ball bin, ist es so, dass man kann sagen, dass die Mutter sich langsam damit abgefunden hat, dass ich immer wieder da bin und präsent bin und es nicht mehr boykottiert und diese Kontakte inzwischen zulässt. Die Regel der Übergabe wird eingehalten. Abschied 10 Meter entfernt vom Auto der Mutter. Auf Wiedersehen in 2 Wochen. Wenigstens den feindseligen Wechsel möchte Tore seiner Tochter ersparen. Er stellt sich vor, wie schön es für sie wäre, wenn ihre Eltern im Café zusammensitzen und sich über ihr Kind austauschen könnten. Noch ist es ein Traum. 8 Briefe hat Tore der Mutter deswegen geschrieben. Und er wird weiterschreiben. Ich bin davon überzeugt, wenn die Eltern wieder eine Kommunikationsebene miteinander finden und wenn die Eltern in der Lage sind, ihre eigenen Gefühle als die ihrigen zu begreifen, dass das dann vielen, vielen Kindern besser gehen würde. Statt sich jahrelang vor Gericht zu bekriegen, regeln Eltern selbst, was für ihre Kinder gut ist. Deshalb schicken Richter diese Paare so lange zur Beratung, bis sie als Eltern an einem Strang ziehen. Alle Professionen arbeiten eng zusammen, Anwälte gießen kein Öl mehr ins Feuer. Dieses Modell der außergerichtlichen Einigung hat Richter Rudolf in Cochem bei Koblenz eingeführt. Trotz ihrer Erfolge ist diese Praxis noch die Ausnahme, Streitereien vor Gericht der Alltag, mit 30.000 Fällen pro Jahr. Ich behaupte mal, dass man von diesen hochstreitigen Eltern, wenn man so konsequent arbeitet, mit Druck, die können sie nicht mit beten, nicht mit einer Bibelpredigt oder mit der Kirchpredigt oder mit dem Appell, da sind die nicht erreichbar. Sondern die sind, die, was wir machen, wir schicken die auf eine Reise. Wir sagen denen noch nicht, was sie machen sollen, was richtig ist. Sondern wir schicken die auf die Reise, auf der sie lernen sollen, eine eigene Regelung zu finden. Das ist der Punkt. Auf so eine ungewöhnliche Reise schickte Familienrichter Jürgen Rudolf auch die Eltern von Zwillingen. Ihre Mutter Elvira wollte den Vater aus dem Leben der Kinder ausgrenzen. Die Zwillinge Gina und Jason sind heute 16. Sie leben mit Mutter und Großmutter unter einem Dach. Man darf es ja nicht zu laut sagen, aber ich habe Gott in die Welt verschwört und ich habe gesagt, nee. Also mit allen Mitteln wirst du verhindern, dass der deine Kinder bekommt. Und da fängt es ja schon mal an, deine Kinder. Es sind ja nicht nur meine Kinder. Wir sind nun mal Eltern und wir bleiben Eltern ein Leben lang. Nur ich wollte das einfach nicht einsehen. Ja, und dann hat der Richter Rudolf gesagt, ja, also das geht so nicht, sie müssen miteinander kommunizieren. Schließlich sind die Kinder beide in ihnen und wenn sie das nicht machen, also keinen Weg finden sollten, so auf einer normalen Basis, dann muss ich ihre Erziehungsfähigkeit in Frage stellen. Boing. So, also da hat der Richter Rudolf schon gutes Werk getan, dass er meine Mutter dazu gezwungen hat. Da mussten wir zu so einer Lebensberatungsstelle. Erstmal Einzelgespräche, dann nachher wurde das zusammengeführt und das war ein Prozess, der ging über Jahre. Also wenn meine Mutter uns von Anfang an gesagt hätte, dass mein Vater ein schlechter Mensch ist, hätte ich ihr das natürlich auch geglaubt. Als Kind, dann glaubt man ja auch alles. Ist ja abhängig von der Mutter. Man kann ja nicht einfach einen zum Hass erziehen, das ist ja Blödsinn. Man muss ja selber von einem Menschen ein Bild machen. Nur weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe auf der Partnerebene, heißt das ja nicht gleichzeitig, dass er das auch auf die Kinder projiziert. Unser Vater ist eine ziemlich ruhige Person. Ja, das stimmt. Und ich komme da eher nach meiner Mutter, so schnell ein bisschen aufbrausend. Und Jason ist immer, der ist total ruhig. Also ich denke, das hat er von unserem Vater. Ja, der ist eher ruhig. Also ich muss mir den Vorwurf nicht machen, dass meine Kinder irgendwann zu mir kommen und würden sagen, Mama, du bist schuld, dass ich meinen Vater niemals kennenlernen durfte und niemals lieben lernen durfte. Die Zwillinge Jason und Gina dürfen beide Eltern lieben. Für viele Trennungskinder bleibt das ein unerfüllter Wunsch.